Hallo YouTube und herzlich willkommen auf Evo2KTV zu einer weiteren Folge des FIFA 17 FUT Champions Weekend League Rewards Pack Opening. Heute an meiner Seite der gute alte NDW 2003, der Olli auch kurz gesagt, wie ihn ja alle kennen. Ich habe ihn endlich mal dazu gebracht, dass wir zusammen Pack Opening machen. Und ja. Hallo, hallo. Ja, schön, ne? Was hast du erreicht die Woche? Letzte Woche. Gold 1. Okay. Was hast du so für Erwartungen in das Pack-Opening? Also womit wärst du zufrieden? Ich möchte auf jeden Fall einen Spieler haben, der mindestens 50k wert ist, aber das werde ich bestimmt eh nicht kriegen. Okay. Ja, bei mir ist ja mittlerweile so. Ja, bei mir ist ja mittlerweile immer so, dass ich quasi sage, ich will mindestens meine neuen Team-Fitness-Karten haben. Das ist immer so mein Ziel eigentlich. Und wenn auch ein guter Spieler dabei rausspringt, dann bin ich eigentlich schon zufrieden. Ich habe halt übrigens ein Glückstrikot, ja, weil schlimmer kann es ja bei mir eigentlich nicht mehr werden. Du erinnerst dich ja bestimmt noch an mein eines Pack-Opening mit Gold 1, wo ich nur Scheiße drin hatte, was echt richtig erbärmlich war. Und schlimmer kann es nicht mehr werden. Deswegen habe ich mir gedacht, ich ziehe mal mein Borussia Dortmund-Trikot von 1998 an, was noch Made in UK ist. Und als Sponsor steht S. Oliver drauf. Ist es nicht schön? Das ist wirklich ein schöner Sponsor, ja. Aber Fitnesskarten kann ich ja leider nicht ziehen. Ja, stimmt. Ja, weil allein die kosten ja schon einen. Und ich habe ja nur ein Team, du spielst ja immer mit zwei Teams. Daher für mich schon interessant dann. Das stimmt. Ja, wie ihr im Hintergrund auch gerade seht, ich habe ein neues Trikot heute bekommen, was der Olli nicht bekommen hat, weil ich mich für diesen EA Insider Club angemeldet habe mal am Anfang. Sieht eigentlich ganz cool aus. So schön kack-Durchfall-braun. Mal schauen, werde ich ein Freundschaftsspiel bestimmt nutzen. Nee, Trikot aktivieren nicht, nur in den Verein. Wie viele Spiele hast du denn aktuell? Wie viele Spiele ich habe? Ja. Boah, wenn ich jetzt alles zusammenrechne, müsste ich. Ja, überschlag das so, ruhig. Ja, also 850. Das ist, ich mache das Wochenende meine 1000 voll. Nur bei Ultimate Team. Ja, das ist schon heftig, ey. So, hier steht es jetzt auch übrigens. Hallo FUT Champions Fan, da du Mitglied im FUT Champions Club bist und im März bis 28.03. mindestens eine Partie in FIFA Ultimate Team ausgewählt hast, haben wir dir als Monats-Ingame-Bonus ein World XE Trikot gutgeschrieben. Nochmal vielen Dank und weiterhin viel Spaß mit FIFA Ultimate Team und FUT Champions, das FIFA Team. So, dann würde ich sagen, ich fange mal an. Weil wir können mal gerade das Team der Woche gucken. Mit welchem Team der Woche Spieler? Wer wäre denn für dich interessant, wo du sagen würdest, da wärst du zufrieden, wenn du den ziehst? Oh, ich muss mal gucken, wer ja ein Team der Woche ist. Also ich sag jetzt mal, Neymar und Ronaldo ist wahrscheinlich für uns sowieso nicht drin. Gehen wir mal von realistischen Dingen aus. Warte mal, wo steht denn, wo sind die denn jetzt hier? Footzentrale, ne? Ja. Was ich lustig finde hier, dieser Forsberg, habe ich Olli heute schon in WhatsApp geschrieben. Der 86er Forsberg LM ist billiger als der 85er ZOM Forsberg. Ich glaube, ganze 8000 oder so. Weil der ist einfach viel zu langsam. Warum das so ist. Ja, weil der viel zu langsam ist für die Flügelposition. Das ist genauso wie mit deinem Chalanolu da, den du hast. Achso, das ist kein ZOM? Richtig. Ach, stimmt, sehe ich gerade. Ja, das ist LM. Stimmt, ja, das ist Quatsch, ja. Richtig. Du kannst ja auch nicht umformen. Ja. Ja, mit was wäre ich zufrieden? Keine Ahnung. Ja, Thiago natürlich. Ferrati hast du mir, glaube ich, auch gesteckt, oder? Das ist sehr interessant. Ja, definitiv. Ja, und der Rest ist halt, die ganzen Starspieler, die werden wir eh nicht ziehen. Also ich muss ja sagen, ich will überlegen, ob ich Lewandowski verkaufe und mir Podolski hole. Wollte ich gerade sagen, was machst du, wenn du Podolski ziehst? Den behalte ich. Der Kölsche Jung hier, der wird auf jeden Fall behalten. Guck dir mal die Werte an. 87 Tempo, 93 Schuss, 82 Physis und 86 Pass. Der ist doch bestimmt nur so lila, weil er jetzt dieses Abschiedsspiel hatte, oder? Ja, genau deswegen ist auch Hector nicht ins Team der Woche gekommen, wo ich meine Hand für ins Feuer gelegt hätte, weil ich nehme an, die wollten keine drei deutschen Spieler ins Team der Woche packen. Okay, ja, das kann sein. Oder vier eher, oder? Sind's, warte mal. Ne, drei wären es, genau. Es sind ja hier, wie heißt der? Dings und Bums. Schürrle und Podolski. Na gut. Dings und Bums. Würde ich sagen, kommen wir mal zum Pack-Opening. Olli will Thiago ziehen, das haben wir jetzt gehört. Ich habe übrigens Gold 2 geholt. Ja, Piszczek wäre geil. Da bin ich ja eh mal überlegen, ob ich mir den hole. Podolski. Aber werde ich sowieso nicht ziehen. Tempo. Mit meinem Gold. Ja, aber der hat, weiß ich nicht. Der ist halt von Dortmund, ne? Pulisic, wärst du damit zufrieden? Nee. Der ist teuer. Ja, doch, wäre ich zufrieden. Den würde ich mir direkt verkaufen. Der bringt 90k. Echt, ja? Ja. So, also wir sehen was. Gold 2 habe ich geholt. Schöne Story. Habe ich, glaube ich, hier in meinem Vlog-Video schon erzählt. 24 Siege sind es wieder geworden.
Und es wären eigentlich 25 geworden. Ich hatte nämlich zwei Disconnects gehabt. Beim einen stand es 1-1 und beim anderen habe ich bis zur 70. 2-0 geführt und zack, weg war das Spiel. Das wäre mein Gold 1 gewesen dieses Mal. Ach Gott, ich habe ja wieder über 100.000, das ist ja schön. Bei mir steht übrigens auch, dass ich nicht qualifiziert bin für die Weekend League. Ja, das geht weg. Ich habe es jetzt schon bei mir stehen, dass ich Okay. qualifiziert bin. Ja, was würdest du denn machen, wenn du jetzt Neymar ziehen würdest? Nehmen wir an, würdest verkaufen, oder? Ja. Der bringt ja 3 Millionen. Okay. Habe ich Da nichts gesagt. hole ich mir dann den normalen Neymar oder so dann. Und den normalen Ja, Ronaldo und den Rest fülle ich dann hier auf mit keine Ahnung was. ja, gut, war eine doofe Frage von ihm. So, mit was fange ich denn an heute? Letztes Mal habe ich von rechts nach links mich geschafft und das war scheiße. Ich würde sagen, ich fange heute mal wieder mit dem seltenen Goldset an. Hörst du dir jetzt eigentlich die Ohren zu? Weil Olli ist nämlich so einer. Der will nie wissen, was ich ziehe. Und der findet es auch immer scheiße, wenn ich das in den Titeln schon reinschreibe, von wegen Inform gezogen. Das findet er scheiße. Also Das können ja deswegen. deine Zuschauer mal drunter schreiben, wie die das finden, wenn das vorher schon gespoilert werden. Also ich find's kacke. Ich schreibe ja nicht, wen ich gezogen habe. Ja, aber wenn du schon Starspieler da drin hast oder so, dann nee. Nee, ich will gar nichts wissen. Ich würde sagen, Olli entscheidet. Wenn er sagt jetzt, dann öffne ich das Pack. Oder warte, wir können es Jetzt. auch so machen. Nee, warte mal, wir machen es anders. Ich habe drei Packs zur Auswahl. Und du sagst mir links, in der Mitte und rechts. Das sagst du zuerst. Und dann sagst du jetzt. Also Ja, zuerst das halt. linke zuerst. Okay, und wenn du jetzt sagst, dann mache ich auf. Jetzt. Ist kein Walkout. Und eine behinderte Sternschnuppe. Ein hässlicher Franzose, Menes, 79. Das geht schon mal verdammt gut los mit 26er Defensive. Das war das schlechte Pick, oder? Das war ich das seltene Goldset, wo ich damals Thiago Silva drin hatte. Ja, gut, Ekichi, aber den das habe ist ich letzte halt. Woche auch gezogen. Ach du Scheiße, Alter. Bring ich dir Glück, ja. Oh, ich habe hier dieses eine kranke Trikot, was voll fehler. Mal gucken, vielleicht bringt das ja ein bisschen was. Erstmal auf die Transferliste. Also Behinderte das. Sternschnuppe, krankes Trikot. Was ist los bei dir? Ja, weiß nicht. Ich habe hier noch so ein paar Formationskarten. Hier ist eine Teamfitnesskarte drin. Das ist scheiße. Was würdest du machen, wenn du Hunter drin hast? Würdest du es verkaufen für 5.000 oder würdest du Ja, einsetzen? ich brauche keinen Hunter. Okay. So, jetzt hätten wir noch zur Auswahl links oder rechts. Mach mal rechts. Okay. Und jetzt. Das lädt lange. Ah, das hat aber nur lange geladen, weil es überlastet war. Mann! Scheiße. Hab mich schon gefreut für dich. So, 83er Pedro von Chelsea. Bringt nichts. Na, wer weiß. Was haben wir denn noch so? Biglia, Wilshere, Huth, Larsson, Müller von Hamburg, Stark von Hertha, Kuhne aus Südafrika, 76, Jürgensen und Mendes. Dann wieder ein paar Na, guck mal, was Vertragskarten. Starkwert ist, weil wie gesagt, Hertha ist ja momentan Top-Party. Okay, stimmt, richtig. Ja, immerhin drei Teamfitnesskarten hier drin. Habe ich schon mal vier, dann noch so fünf, das wäre dann schon cool. Eine Heilungskarte ist noch dabei. Oh, ein Leihset. Geil! Ein Leihset. Ich habe mich schon gefreut und dachte, es wäre ein Goldset, aber es ist nur ein Leihset. Vielleicht hast du da Neymar drin. Ja, Mann. Das wäre aber cool, so für 20 Spiele. Naja, das sind meistens, glaube ich, nur 7 oder 8, oder? Ja. Ich hätte jetzt eher so mit drei gerechnet. Ja, das kann auch sein. So, Stark rettet wahrscheinlich jetzt mein Pack-Opening die Woche. Geil, 650 ist der Wert. Haben die irgendwie. Das ist ja der Abschlusspreis. Oh Mann. Oh, ich guck mal jetzt mal, was Petro wert ist. Vielleicht bringt der Petro ja so ein Tausender oder so. Das vielleicht, ja, aber ich glaube, so 10.000 kriegst du für den Oh, nicht. 2100? Geil. Ja. Ja, ich habe ja Gold 2. Ich muss mich über sowas schon freuen. Oh, guck mal, hier ist noch irgend so ein Lazio-Rom-Spieler mit Ich freue mich 82. darüber nicht. Wenn man 40 Spiele gemacht hat, ey, willst du was Anständiges haben? Wenigstens 85er. Ich habe übrigens auch noch das Trikot von Bayer Leverkusen. Gut, dann wäre ich zufrieden nach 40 Spielen. Ja, wer weiß, vielleicht kommt ja was Cooles hier in meinem Leihset raus. Ey, aber hier, die sind 1400. Wer, was ist denn hier los? Wiltshire auch. So. Das sagt der Olli hier. Der Stark ist momentan hier voll viel wert. Was, Das habe ich Rob? nicht gesagt. Warum ist Robert Huth denn 1400 wert? Keine Ahnung. Was gibt's denn momentan für Wo Top-Partien? spielt denn der? Ja, Premier League.
Nein, welches Team? Leicester, da diese, der Meister, der jetzt absteigt. Stimmt. Ja, nee, ich glaube, der ist nicht, oder? Weiß nicht. Hier ist noch so ein Ich weiß nur Schwede. Liverpool und Everton. Ja, okay, das sind Abschlussspieler. Dann tue ich trotzdem noch die Transferliste. Weil, kann ich ja wieder erzählen, was ich habe hier wieder. Ich verkaufe ja, oder ich stoße keine Spieler ab. Ich hau die alle auf die Transferliste und irgendwann werden sie gekauft. Und ich habe, Hatta war das, Olli, oder? Dieser eine Japaner, der Bronzespieler. Hat Ja. einer für 10.000 mir abgekauft. Den kriegst du für 200 Sofortkauf. Ich weiß nicht, wie sowas passieren kann, ne? Ja, ohne Scheiß. Ey, weil, vor allem, wer kauft sowas? Das Genau kommt ja auch einfach deswegen. zu. Bei Fitnesskarten kann ich es vielleicht noch nachvollziehen, aber da. Vielleicht wollte auch einer Coins hin und her verschieben. Das kann ja auch sein. So, das Das stimmt, Lyset. ja. Würde sagen. Das Lyset machen wir mal als nächstes auf. Für die Spannung. Dann bleibt noch das letzte Würde ich auch Set. sagen. Und Walkout. Walkout. Es lädt echt voll lang. Eine riesen Sternschnuppe. 7 Spiele. Mesut Özil. Jawoll. Ja, Mann. Jawohl, Ist das nicht eigentlich Glücksspiel ein hat. Walkout? Er kommt hier nicht. Beim Lyset kommt Özil nicht raus. Das weiß ich nicht, ob das ein Walkout ist. Hat Oh, alles im und Blick, der Typ. leck mich fett. Und hier noch das Logo von Australien und eine Vertragskarte. Na, die kann ich sogar verwenden. Das ist doch geil hier. Oh. Cool. Ey, ich drück dir die Daumen, dass du im letzten Pack was Anständiges hast. Ich hab doch schon 2000 hier, das reicht mir schon. Und ein Bayer Leverkusen-Trikot. Richtig. So. Olli sagt wieder jetzt oder so. Jetzt. Kein Walkout. Ah, ein größeres Sternschnüppchen. Stürmer aus Spanien? Wer ist das Was? denn? Aduriz. 84. Ah, ich Warum hat glaube, der so bringt eine nichts. Fratze so eine fette Sternschnuppe? Ey, da ist ja. Keine Ahnung. Haben wir noch hier? Pereira, was ist das hier? Kolarov? El Neni von Arsenal? Cola. Iheanacho von Manchester City? Pickford, Torwart? Lapadula von AC Mailand? Adriano? So. Okay, also haben wir wieder eine Woche, wo wir eine Scheiße gezogen haben. Ja, du musst deine 27 Siege schaffen. Aber ich habe 1, 2, 3, 4 Fitness, also ich habe 8 Team-Fitnesskarten, das ist okay. Und 2 Verletzungskarten, alles. Was Ach, für und ein Verletzungen? Alle Draft-Token, da ist ein Verletzungen jetzt? Draft-Token drin, das ist geil. Ich habe einen Das ist schön, Draft-Token, ja. cool. Das ist schön. Geile Scheiße. Und ein Xbox-Trikot. Hast auf jeden Fall mal noch zwei Ja, Packs. da gibt es auf jeden Fall hier Online-Draft-LP. Wuhuhu, ich freue mich. So, warte mal, das hier an Verein. Jetzt bloß keinen Fehler machen. Hier ist noch eine Vertragskarte. So, was haben wir noch hier? ZM zu ZDM. Ich glaube, die bringt auch noch ein bisschen was, die Karte. Wir können ja gerade mal gucken, hier, was überhaupt der Aduris wert ist. Haben wir noch gar nicht geguckt. 2800. Olli wäre voll entsetzt. Ich freue mich über sowas voll. Wie gesagt, wenn du 40 Spiele machst. Ja, aber ich sag mal so, ich habe bei den Gold 2-Dingern ja absolut keine Erwartungen. Das ist das ja. Ja, du willst nur Guck mal, ich deine hab, das ist ja das Fitnesskarten. Geile. Ich hab eigentlich so gesehen, mein bestes, meine besten Rewards hatte ich damals bei Gold 3 gehabt. Das ist komisch. Ja. Was kriegt man noch mal? Ja, viele Das ist sagen ja, so. dass die Gold 3-Bewertungen eigentlich besser sind als Gold 2, aber man kriegt halt 15k weniger. Genau, das war bei mir auch mal das Problem. Gold 2 ist undankbar, finde ich irgendwie. Ja. Was kriegt man denn nochmal bei Gold 3? Oder weiß ich nicht, kannst du ja gucken. Du hast ja gerade Zeit. Ich guck gerade noch hier, ob irgendwas auf Ja, auch so was ein wert seltenes ist. Spielerset, glaube ich. So, guck mal, dann habe ich Ja, noch hier richtig, ein irgend so seltenes einen Spielerset müsste das Schusstrainer. sein. Den Draft-Token freischalten. Ja, ohne Scheiß, mit den Draft-Token freue ich mich am meisten, weil das gibt nochmal Packs. Würde ich mich auch freuen. Gibt's echt selten. Das war, glaube ich, zum zweiten Mal jetzt erst, dass ich einen Draft-Token bekommen habe. Ja, guck mal, Gold 3, da kriegst du 30k Münzen, zwei Megasets und ein seltenes Spielerset. Ja. Sind halt nur nicht seltener, die Megasets, aber sonst eigentlich nicht schlecht, weil Ja, das aber seltene wie gesagt, Spielerset da halt noch drin ist. es kann natürlich Zufall sein, aber da hatte ich meine besten Packs gehabt. Ja, ich bin dann jetzt fertig. Dann darf der Olli jetzt. Okay, du sagst links oder rechts?
Wie viel hast du denn? Zwei, oder? Oh, ich kann mich so schlecht entscheiden. Dann nehmen wir links. Das Schicksal will es so. Es fängt links an. Dann nehmen wir links. Darf ich auch Und jetzt jetzt, sagen? genau. Shit, damn. Jetzt! Nee, kein Walkout. Buh. Etwas größere Sternschnuppe. ZOM, Paris, Draxler. Draxler ist doch okay. Warte mal, dann können wir es so machen. Ich gucke für dich, was die wert sind. Draxler bringt, Ich kann glaube es doch ich. selber schnell gucken. Ja, stimmt. Du zeichnest ja nicht auf. Ja. Der bringt mir vor Na, 2,8. nee. Scheiße, ich dachte, der bringt so 8K oder so. Na, leider nur 2,8. Was ich ja dumm finde, es gibt ja den Once-to-Watch-Draxler, der ist der einzige, also der ist noch ZOM, aber diese blöde Update-Version, die 86er, ist eine Flügelformation. Flügelposition. Also Ja, die da normale bringt ja nichts. Spielwochenkarte. Ja, aber die Oh. Once-to-Watch wäre halt geil. Ich habe sogar Sonnen drinne. 79er. Ja, also sonst nur Müll drinne. Oh, ich habe noch ein paar. Gignac habe ich noch. Doppelt. Oh, ich habe auch stark drinne. Jawohl. Deiner ist bestimmt mehr wert als meiner. Genau. So, jetzt machen wir Transferliste. Ja. Oh, Musa. Ist der Musa was wert? Nee, das war mal. Ich habe übrigens letzte Woche das zum ersten Mal seit langer Zeit wieder gehabt, dass einer mit Musa gespielt hat. Alter, das Xbox-Trikot ist 800 Coins wert? Cool. Ich will mir jetzt das Chicago-Trikot holen hier vom Schweini. Also hier im Spiel halt. Will ich das Wochenende mitspielen. Ja. Wenn es Ja, noch welche Tausender kriegst gibt. für Musa. So, du darfst wieder jetzt sagen. Jetzt. Oh, Walkout, Walkout, oder? Es lädt sau lange. Ja gut, das kann auch wie bei mir eben sein. Ja, ist kein Walkout. Ist mies, oder? Weil diese scheiß Oh, ist Server richtig überlastet mies, ey. sind. Weißt du, was ich Ich. drinne habe? Einen englischen Torwart, hart. Ja, aber gut, der bringt ein bisschen was, weil der ist, sagen viele, der wäre so total überpowered. Och Mann, ey, mein Herz, das hat schon höher geschlagen. Jetzt weißt du, wie ich mich eben gefühlt habe. Und wieder Musa drinne, das gibt's da gar nicht. Ist, ohne Scheiß, das frage ich mich auch immer, wie viele Spieler ich noch gar nicht gesehen habe, aber dann hier in manchen Packs immer so doppelt welche. Ey, ist das ein Scheiß, ey. Ich glaube Was bringt sogar. denn hart? Ich glaube, diesen Adriano habe ich auch schon mal gezogen vor ein paar Wochen hier. 3000 bringt er. Also Draxler für 3000 und Tat für 3000. Super. Das ist für Gold Beste 1 echt Spieler. erbärmlich. Ja. Ist ja fast so gut wie das, was ich damals hatte. Tja, und damit wäre ich dann auch schon durch. Sonst nichts Schmelzer habe ich noch Gutes. drin. Nö. Jawohl! Startelf. Aber weißt du, was jetzt voll bitter ist? Ich habe eigentlich gedacht, ich krieg so ein bisschen so viel, dass ich mir Piszczek holen könnte, den neuen, aber auf gar keinen Fall. Fehlt 40k. Ja, ich hatte eigentlich auch gehofft, dass wenigstens einer oder so aus der Reihe tanzt wie Mertens letzte Woche, aber nee. Wobei ich habe letzte Woche mit meinen Rewards, also die ich in den Packs hatte, habe ich glaube ich nochmal so 35 oder 40k gemacht. Das hätte ich gar nicht gedacht. Ja, ich müsste auch so in der Drehe wegen den Mertens schon alleine. Mache ich eigentlich recht Hier, zufrieden. dieses Udine-Trikot habe ich auch schon tausendmal gezogen. Na gut, Leute. Das war ein doppeltes Pack-Opening dieses Mal. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann schreibt das ruhig mal in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen nach oben da. Und ja, wenn ihr mehr sehen wollt, es gibt jede Woche ein neues Rewards-Pack-Opening. Dann würde ich mich natürlich auch über ein Abo freuen. Ich bin an dieser Stelle raus. Olli hat das Schlusswort. Oh. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend. Viel Spaß beim Video oder nee, bei den nächsten Videos von Ja. Evo. Lasst euch gut gehen. Ciao. Alter, isst du Karotten oder was? Ja. Das hörst du am Beißen? Ja, Mann. Wetten das?